Guten Morgen! Ich weiß, ich wollte mich gestern melden, hatte leider gestern keine Zeit. Ich wollte euch ja erzählen, jetzt sage ich euch erstmal, ich bin drinne, weil das Hotel eine Animation hat. Das heißt, man hört ein bisschen dezent die Musik. Das heißt, dann YouTube macht wieder Ärger, bevor ich da irgendwas im Hintergrund höre. So, jetzt zum Zahnarzt. Der Zahnarzt ist in Mahmudla. Also von meinem Platz aus hier 8 Minuten Gehweg, ist nicht weit. Ich bin total, aber total die Angstpatientin. Also wenn ich einmal beim Zahnarzt war, brauchte ich erstmal einen Monat, wenn nicht zwei, um mich erstmal wieder zu erholen vor lauter Angst. Ja, jetzt ist mir ja der Zahn abgebrochen. Hinten, die Füllung. Das sollte schon, die war schon locker. Und der Zahnarzt hatte gesagt, ich sollte kommen. Jetzt hatten wir aber dann keine Zeit wegen diesem Auswanderungs mit hin und her und wegen Tarek Schule. Die wollten zuerst das Abschlusszeugnis nicht machen und es war halt viel zu tun. So, und dann hatte ich Zeit kurz 2 Wochen bevor wir weggefahren sind. Da hatte der Urlaub. Sag ich, na toll, mache ich in der Türkei. Ihr wisst ja, was hier andauernd los war, ne? Heute nicht, morgen nicht, übermorgen nicht. Jetzt ist Tage über 11 Monate schon, ja. Und ich sage, Schätze, es ist mir die Füllung ganz raus. Ich sage, und da war hinten wie Zahnfleischentzündung schon. Ich dachte erst eine Eiterblase. Ich sage, jetzt müssen wir hin. Tarek war schon bei diesem Zahnarzt letzten Jahr, weil der sich den Zahn in der Schule erste Klasse ausgehauen hat. Und da wurde immer Füllung. Der war wirklich bis hier oben hin abgebrochen. Und die Füllung ist alle Weile rausgebrochen, ja. Und da waren wir letztes Jahr schon bei ihm. Und er hat gesagt, das ist alte Technik. Kein Wunder, er hat es dann gemacht. Und da haben wir für die Füllung letztes Jahr 30 Euro bezahlt. Ich weiß ja, was die in Deutschland kostet, weil das ja ein BG-Unfall war. So, jetzt waren wir da. Heute das dritte Mal. Ich war das eine Mal da, da hat er das Große, sagt er, oh, lange gewartet. Ne? Ich sage, ja. Und da habe ich gesagt, wegen Angst. Der spricht Deutsch. Ich sage, wegen Angst und dies und das. Sagt er, warum? Dann habe ich ihm das erzählt mit der Betäubung. Ich will keine Betäubungsspritze. Ja. Und in Deutschland musst du immer rumdiskutieren, weil ich bin allergisch gegen das Adrenalin. Und dann diskutieren die, das geht nicht. Ich sage, na klar geht das ohne Betäubung. Und ich sage, ich muss ja die Schmerzen aushalten. Ist ja nur kurz. Ist ja egal, wie man sagt, nee, da braucht man sowieso keine Spritze. Und dann hat er mir das gemacht, sagt er, morgen machen wir den anderen Zahn. Da habe ich schon gedacht, oh, morgen schon wieder hin. Hab dann aber die Nacht wirklich gut geschlafen. Waren dann vorgestern wieder da und dann sagt er, ah, der Zahn, den er zuerst gemacht hat, das war der. Sagt er, ah, gefällt ihm noch nicht so, die Farbe. Nein, sagt er, gefällt mir nicht. Ich sage, ist doch gut. Sagt er, ja, dir gefällt vielleicht, aber mir gefällt jetzt nicht. Sagt er, wir machen jetzt den Schneidezahn von hinten. Und dann kommst du Freitag, das war ja Mittwoch, dann kommst du Freitag, dann muss ich diesen Zahn nochmal richtig machen, sagt er, das geht nicht. Ja, das hat er jetzt gemacht. Leute, ich bin begeistert. Erstmal kommen, das ist ja alles so, von außen sieht die Praxis jetzt nicht so toll aus, ne? Aber von innen, modernste Technik, auch das Röntgengerät, er hat mich jetzt nicht geröntgt. In Deutschland wollen die auch, wenn du einen neuen Zahnarzt hingehst, musst du ja immer geröntgt werden und dies und das. Und der hat die modernste Technik dort, das Staff wollte ich gerade sagen, Englisch, die Assistentinnen sowas von lieb, ja, und man kommt rein, Chai, türkisch Kahve, den ersten Tag schon, sage ich, wir gehen zum Zahnarzt, das macht doch alles wieder, ah, egal, macht er, egal, weißt du, da hast du erstmal einen Tee getrunken oder Kaffee getrunken, hat auch Wasser da und sagt er, heute hatte ich dann einen Tee, noch einen Tee, sage ich, nein, nein. Ja, wegen lange Warten und so noch. Lange Warten, das war 20 Minuten. Das ist doch nicht lange. Ich hatte gerade meinen einen Tee aus, weil der immer so heiß ist, ne? Und ich mache euch seine Webseite unten in die Beschreibung rein. Und dann sitzt man da in dem Wartezimmer. Ja, erstmal hat der Feld direkt nebenan, da sind die Hühner und Kühe. Aber dann hört man ihnen singen in den Praxisräumen. Singen, summen. Der ist so locker, flockig drauf. Da kann man gar keine Angst haben. Wenn er jetzt auch gesagt hätte, okay, morgen ist Samstag, wenn er gesagt hätte, morgen musst du nochmal kommen wegen da oder. Leute, wäre ich richtig hingegangen. Obwohl ich so eine Panik sonst habe vor Zahnärzte, ja. Der ist sowas von gut und ich habe jetzt
gehört und gelesen, weil wir haben uns hier vorher, der soll auch super duper mit Kindern sein. Also sucht ihr hier in Mahmudlar einen Zahnarzt. Ich empfehle euch den wirklich. Der ist lustig, der macht super duper Arbeit. Das habe ich gesehen, Tariks Zahn. Wir sind jetzt fast ein Jahr hier. Der ist nicht einmal nochmal abgebrochen. Weil bis er 18 ist, müssen wir ja damit warten, dass er einen Stiftzahn kriegt, weil das war kurz über die Wurzel, ja. Der ist nicht einmal abgebrochen. In Deutschland ist der alle Weile immer wieder, wenn der Burger oder mal Apfel oder Karotte, durfte er da gar nicht und Mauam oder so, ja, und nicht aufgepasst hat, boah, durften wir schon wieder zum Zahnarzt. Ja, die BG bezahlt ja, aber trotzdem dieses andauernde Hinwand und hier achten wir auf gar nichts und der Zahn ist nicht einmal abgebrochen. Deswegen, er hat ja auch gesagt, das war alte Technik. Empfehlung, ich verlinke es euch unten. Ich habe auch ein bisschen aufgenommen. Ja, der hat auch so ein ganz tolles Gerät. Also er macht keine Löffelabdrücke, ich mir ist das Wort fast länger, keine Löffelabdrücke mehr, sondern er hat so ein Gerät mit so einem kleinen Stab. Das nimmt man im Mund und dann macht das so 3D-Aufnahme. Also er ist wirklich genial. Er sagt auch, weil dieses Löffelabdruckzeug ist total unangenehm. Ja, er sagt das gar nicht mehr. Und damit ihr Bescheid wisst, sei schon, ich komme hier langsam an, gell? Dieser Zahnarzt, und ich lächle wieder gerne, weil man hat das Schwarze so vorher gesehen, ja. Dieser Zahnarzt ist der Hammer. Also ich habe Jahre, hasse zum Zahnarzt zu gehen, habe es immer rausgeschoben bis zum geht nicht mehr. Da gehe ich jetzt immer hin. Der ist wirklich geil, der ist nur zu empfehlen. Also Tarik auch, der fand das richtig toll letztes Jahr, ja, weil die wollen auch in Deutschland bei ihnen immer Betäubung. Sagt er, hey, ich brauche da keine Betäubung, das ist doch nur nicht, sagt er, bevor ich 2 Stunden dann tauben Mund habe, nichts trinken kann und so laber, sagt er, ich will keine Betäubung. Ja, nee, ich sag, wenn er das nicht will, ja, und dann, ja, das ist, die verdienen damit ja Geld, ne, jede Betäubung, jedes Röntgen, jedes dies, da verdienen die ihr Geld mit. So. Nicht vergessen, unten in der Beschreibung, ich hänge euch hinten ein kleines Video dran. Merkt ihr, ich bin richtig gut gelaunt und das nach dem Zahnarzt. Sonst musste ich mich nach dem Zahnarzt, weil ich dann Kopfweh hatte und Magenweh hatte, mich immer 1-2 Stunden auf die Couch hinlegen, weil ich total fix und foxy war. Die Nacht vorher nicht geschlafen, weil ich war so nervös und aufgebracht und vorgestern gar nicht. Okay, den ersten Tag schon ein bisschen, ja. Aber vorgestern gar nicht und heute auch. Ich sage, Schatz, fahren wir los. Sagt er, ah, ist eilig, ja? Sagt er, gehst gerne hin. Ich sage, ja, der ist so locker flockig, voll geil, finde ich das. So, euch wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Bis denn. Ciao, ciao. So, auf dem Weg zum Zahnarzt. Ein bisschen später wie gestern. Wir sollten so kommen wie gestern. Die sind da immer noch am Schaffen, meine Klimas. Also der Weg ist gar, also der ist direkt hier in Mahmudlar. So, hier ist der Zahnarzt, unspektakulär, ne? Mit so einem Marktplatz. Also es sieht ja wirklich nicht gemütlich hier aus, aber soll ich euch mal was sagen? Das ist der beste Zahnarzt ever. Jetzt auf den Stuhl. Gestern saß ich im anderen Zimmer. Da konnte ich die Hühner beobachten. Ist alles gut hier? Die haben ja auch nichts dagegen gemacht und sie bringt schon alles wieder her. Du brauchst nicht einfach so Löffelabdruck machen, normal, Maschine macht alles. Ach guck mal, er bewegt das auch mit den Fingern. Ja, aber was habe ich gemacht, was hast du gemacht? Dann müssen alles schön. Filmen. Darf ich dich auch filmen? Einmal ein Foto machen? Ich mach nicht so Sachen. Ja. Ich mach nicht Werbung. Ja. Ich gehe fertig. Leute. Guck mal, da ist eine Kuh. Ach, da ist hier noch der Kuh. Und das, also sie guckt sogar. Und das ist direkt bei dem Zahnarzt. Das ist voll die geile Zahnarztpraxis hier. Da sieht man auch die Bilder von früher, ne? Der hat ganz viele Kinderbilder da. Eben kam er rein und hat erstmal jeden Tee angeboten nochmal. Wirklich nicht? Wirklich nicht?
So, wir sitzen hier in der Praxis. Und der Zahnarzt singt ja durch die ganze Praxis, ja? Viel lustig. Ey, der hat voll die geilen Pflanzen hier drin. Mein Schatzi wartet mit. Ich habe mal eben die Bilder fotografiert. Die werde ich nachher hinten ranhängen. Wenn ich 5 Minuten mit meinen Aufnahmen gewartet hätte, dann wäre die Musik auch aus gewesen. Ja, super, aber jetzt mache ich die Aufnahmen nicht nochmal. Nee, mache ich nicht. Ist alles gut so. Aber das Hotel meinte ich. Also, das war am 3.6. Das hatte ich aufgenommen und den Bekir geschickt, weil da hat das Dach auch schon so gequalmt. Also über einen Monat her. Seht ihr das? Das ist schon komisch, oder? Da habe ich Bekir gesagt, ob das normal ist. Und er hatte gesagt, ich soll das unter Beobachtung halten und dann Bescheid sagen, weil er war unterwegs. Und auf jeden Fall, das war am 3.6. Das ist schon komisch, ne? Das qualmt schon richtig gut dort. Naja, bin ich mal gespannt. Becky wird in Erfahrung bringen, was da heute los war. Weil das sieht ja nicht gesund aus, ne? Da auch, fast an derselben Stelle. Ist schon komisch, ob es vielleicht der Sicherungskasten war. Also die Feuerwehrleute und so, die hatten ja richtig runtergeguckt, also der Feuerwehrmann, ne? Was da Sache ist.